Guten Tag allerseits. Herzlich willkommen in der Kochsendung von der Migros Wallis, die sich immer wieder einem neuen Produkt aus der Region widmet. Heute geht es um die Eier unserer Hennenfarm Cocorico in Apro. Hallo Christoph Ullmann. Hallo Anna. Ihr bringt etwas ganz Feines mit. Glänzend weiße Eier. Es gibt auch braune Eier. Warum gibt es eigentlich die Farbunterschiede? Das hängt ganz klar von der Henne ab. Ein weißer Henne legt weiße Eier und ein brüne Henne legt brüne Eier. So wie bei uns Menschen die Hautfarbe vererbt wird. Das könnte man so sagen. Und wie viele Eier legt im Schnitt eine gute Henne? Ungefähr 300 pro Jahr. 300? Ja, dann bleiben da nur rund 60 Tage zur Erholung. Genau. Interessant. Ist gerne geschehen. Merci für die Informationen, Christoph. Dann wenden wir uns um Philipp, ist im Koch zu. Salut Philipp. Wie geht's, Anna? Gut, ich freue mich auf dein Eierrezept. Heute machen wir pochierte oder verlorene Eier im Topf. Zusammen mit Champignonwürfeln und Tomaten. Das klingt gut. Die Pilze und die Tomaten habe ich schon in Würfel geschnitten und mit ein bisschen Butter angebraten. Wer lieber Olivenöl nimmt, kann das auch. Also nur Champignon und Tomaten? Kochte Eschalotten passen euch dazu. Das gibt mehr Gust. Jawohl. Perfekt. Die Champignons und die Tomaten schmecken damit viel, viel besser. Jetzt geht es ums Pochieren. Dabei ist wichtig, dass das Wasser nicht mehr als 70-80 Grad hat. Was passiert, wenn das Wasser siedet? Dann löst die Schicht Eier fast ganz auf. Aha. Das Wasser tut man nicht salzen, aber es kommt Essig drin. Der sorgt dafür, dass das Eiweiß beim Kochen herzkommt. Okay, schauen wir das genauer an. Ich nehme das Eier und schlage es in die Schüssel. Wie ein richtiger Profi. Ich kann nur sagen, dass man die Eier nicht direkt aus dem Frigo nehmen sollte. Ohne Temperaturschock bleiben die Eier besser zusammen. Das haben wir notiert. Und weisst, dass die Eier einen grossen Nährwert haben? 90-99% der Proteine des Eier kann der Organismus aufnehmen. Zwei Eier ersetzen ein ganzes Steak. Das habe ich nicht gewusst. Das Wasser fährt auf blubbern. Jetzt kann ich das Eier vorsichtig dazugeben. Ohne das Eiweiß zu verschütten. Voilà, das war ich gemacht. Das geht ja zu und her wie ein Chemiekurs. Ja, man kann dem auch Molekularküche sagen. Und die Wirkung sieht man sofort. Gut, es braucht dann doch 2 Minuten, bis das Eier durch ist. Man sieht aber nur das Weiße vom Eier. Was passiert mit dem Eigelb? Das bleibt in der Mitte und sollte ganz flüssig bleiben. Wunderbar. Und wie stellen wir das Ganze zusammen? Wir nehmen einen Teller. So? Ich habe den Eiertopf in einem Ofen auf 100 Grad vorgewärmt, ohne Deckel, sodass man die Schicht nicht verbrennt. Dann lege ich die Zutaten zu unterste drin. Wie viel genau? Das kommt darauf an, ob wir einen Vorspeis oder einen Hauptgang machen. Heute begnügen wir uns mit der Vorspeis. So, das sollte lange. Jetzt kommen die Eier drauf. Das machen wir mit einer breiten Bratschüssel. Ganz vorsichtig. Und wie dekorieren wir das? Zum Beispiel mit diesen Schmeckwürfeln, die ich schon gegrächelt habe. Das sieht ja fast wie ein englisches Frühstück aus. Das stimmt. Und ein paar flache Peterli-Stängel machen es noch schöner. Das wären also unsere pochierte Eier im Topf mit Champignons und Tomatenwürfeln. Merci vielmals für das Rezept, Philipp. Das ganze Rezept kann man auf der Internetseite von www.migroswallis.ch nachlesen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.